Arme Lena hatte bei einem Spaziergang im Wald ihre Eltern verloren und irrte suchend umher. Auf einer Brücke lag ein seltsames Ding. Ein Knochen war's. Einen Zauber, fand sie sich mitten in einem Bachbeet wieder. Das Wasser fühlte sich gar seltsam an. Und hey, was war denn das? Ein seltsames Hühnchen stand dort und winkte Lena, ihm zu folgen. Durch den Wald. Wohin mochte sie das Hühnchen führen? Dort sein übles Süppchen. Das war zu viel. Als sie aufwachte, saß sie neben dem Teufel, der ganz freundlich war und ihr von seiner belebenden Suppe reichte. Weg zu einem Druiden, der dort im Wald wohnte. Komm her, arme Lena, rief er ihr zu. Da ging sie hin und seht, was dann geschah. Zurück in ihrem Wald zu sein, legte sie das Fundstück nieder und wusste plötzlich auch ihren Heimweg wieder.